ich hab dich im Büro eben nicht gefunden, Papa. Ruf mich schnell zurück oder am besten komm im Personalraum vorbei. Ich hab den Verrückten gesehen. Sie was? Auch wenn ich meinen Schrank nie abschließe, ist das noch lange kein Selbstbedienungsladen. Was wollen Sie mit meinem Mantel? Alles in Ordnung mit Ihnen? Fassen Sie mich nicht an! Ach, hier steckst du. Kein Wunder, dass ich dich nirgends finden kann. Der Gärtner wollte mich sprechen, wegen der Neubestellungen fürs Frühjahr. Ein paar von den Pflanzen werden wahrscheinlich den Winter nicht überleben. Ich freue mich schon darauf, wenn im Garten wieder alles grünt und blüht. Und ich mich erst. Aber wolltest du irgendwas Bestimmtes? Naja, bei der Gelegenheit hast du eine Minute. Ja, das klingt aber dramatisch. Ich habe auch 10, wenn du willst. Ich wollte mit dir noch mal über Omas Ring sprechen. Jakob und ich, wir haben geredet und dabei ist mir klar geworden, dass ich doch gerne mit dem Erbstück heiraten möchte. Waren wir uns nicht einig, dass wir mit den neuen Ringen heiraten wollen? Ja, aber versteh mich doch. Oma hat mir den Ring vererbt. Nicht irgendwem, sondern mir, damit er mir in meiner Ehe Glück bringt. Ja, ich weiß, aber kannst du mich denn auch ein bisschen verstehen? Du warst doch auch schon dafür. Du wolltest dir sogar ein Gegenstück anfertigen lassen. Aber seitdem ist einiges passiert. Was meinst du damit? Glaubst du vielleicht, ich möchte mit dem Ring heiraten, den Robert Saalfeld dir an den Finger gesteckt hat? Ich war den ganzen Tag in der Küche. Wie soll ich dann in Ihrer Wohnung gewesen sein? Hören Sie auf zu lügen. Ich weiß, dass Sie es waren. Was denn? Alles! Alles? Sie haben meinen Geldbeutel geklaut und danach haben Sie behauptet, Sie hätten ihn gefunden. Ich habe es nicht nur behauptet, ich habe ihn gefunden. Dieses ganze Theater um das Buch, die schwarzen Rosen, die Maske... Sie müssen sowas von krank sein. Jetzt mal ganz langsam. Wir setzen uns da jetzt in Ruhe hin. Kommen Sie mir nicht näher. Regen Sie sich doch nicht so auf. Bleiben Sie, wo Sie sind.